Diese Zucchini-Pommes sind schön saftig, außen schön knusprig und mein absolutes Lieblingsessen bei warmen Temperaturen. Als erstes schneiden wir die Zucchini in Stifte. Dann wird der Eiersatz zum Panieren gemacht und darin werden die Stifte erstmal schön gewendet und dann im Paniermehl gewälzt. Ab in den Ofen damit. Dazu gibt's einen frischen Joghurt-Dip mit Petersilie und Limette. Mixi, mixi! Das komplette Rezept gibt's in der Beschreibung. Probiert's unbedingt aus, ihr werdet's lieben. Guten Appetit!